Okay, wir nähern uns den 5 Gigahertz. Noch einen halben, oder? So, nachdem wir uns die halbe Nacht um die Ohren geschlagen haben, um wirklich alles zu probieren, um gescheite Taktraten Ihnen präsentieren zu können, sind wir leider katastrophal gescheitert, wie es aussieht. Und zwar konnten wir auf der Asus-Platine maximal 4970 MHz erreichen. Da haben wir auch einen Screenshot von gemacht und eine CPZ-Validation. Benchmark stabil, Cinebench 64-Bit liefen allerdings nur 4200 MHz, was uns dann doch schon arg gewundert hat, weil anscheinend einer der vier Kerne ziemlich schwach ist und sich nicht gut übertakten lässt. Aber wir geben nicht so schnell auf. Zumindest war das der Plan. Dann haben wir die Platine einfach gewechselt zu einem Foxconn Destroyer mit NV780A-Chipsatz. Da liefen dann Cinebench mit 4320 MHz, genau einmal durch. Und maximal aber nur 4,5 GHz. Also von den 5 GHz waren wir dann immer noch weit entfernt. Weshalb wir jetzt wieder back to the roots quasi zu dem Gigabyte ARM2 Plus Board gehen und versuchen damit noch irgendwas zu reißen. Starten. Okay, maybe not. So, wir sind mittlerweile am Ende unserer Band Session angelangt. Wir haben auch noch einen Becher Trockeneis übrig, also es hat gepasst. Mit dem Gigabyte MA97 GP DS4H konnten wir leider keine besseren Gesamttaktraten erreichen als mit dem Asus Board. Allerdings konnten wir den Referenztakt nochmal um einiges steigern. Und zwar statt der standardmäßigen 200 MHz, die wir FINEM1 und der FINEM2 haben, konnten wir mit Validation 417 MHz erreichen. Also mehr als 100%ige Übertaktung des Referenztaktes. Im Gesamttakt sind wir leider an der 5 GHz-Hürde gescheitert, haben zwar einen eingefrorenen Bildschirm mit 5,025 GHz, aber stabil oder wenigstens für eine Validation mit CPUZ konnten wir leider nicht erreichen. Woran liegt das? Es kann daran liegen, dass unsere Vorserien-CPU schon ein schlechteres Modell ist, weil beim Übertakten da doch schon große Unterschiede entstehen können. Wir haben verschiedene Boards probiert mit verschiedenen Chipsätzen. Wir hatten das Asus Board mit 97FX-Chipsatz von AMD.
dann das Destroyer mit NVIDIA NForce 87A Chipsatz und jetzt nochmal das 97FX von Gigabyte. Die Unterschiede waren nicht besonders groß, was die stabilen Taktraten anbelangt hat. Deswegen gehen wir davon aus, dass es nicht an Bord liegt. Beim Speicher haben wir verschiedene probiert, auch verschiedene Slots, verschiedene Timings, verschiedene Spannungen, Bordspannungen. Das Einzige, was jetzt beim Referenztank noch geholfen hat, war es, den Raum auf gefühlte minus 3 Grad runterzukühlen, weshalb ich auch jetzt hier in der Jacke sitze. Somit können wir dann nochmal statt 385 MHz Referenztakt halt die 417 MHz Referenztakt erreichen. Am Gesamttakt hat sich allerdings gar nichts mehr getan. Da sind wir halt an der 5 GHz Hürde leider gescheitert. Wir werden aber natürlich, sobald wir eine Retail-CPU haben, den Versuch nochmal wiederholen.